Guck dir mal den Panda da an! Oh, gib ihm einen Namen. Wir nennen ihn einfach. Wir nennen ihn. Hey, oh Leute! Herzlich willkommen zu Die Sims 4. Und ich sehe da gerade Rabatt für Zeit für Freunde. Leute, wisst ihr was? Ich kaufe mir das fix. Und dann haben wir ein neues. Wie soll ich sagen? Ein neues Pack. Ne? Das kommt auf jeden Fall dazu. Und oh, warte, und da unten. Halloween. Leute, das kaufe ich mir auch. Leute, wenn es bombastisch wird und ihr das Projekt weiterhin so geil unterstützt wie immer, lasst jetzt schon mal einen Daumen nach oben da. Und ja, bis gleich. So, ich habe das Ganze gedownloadet. Willkommen bei Die Sims 4 Gruselastes Wars. Brandneue Kürbis-Schnitzbank. Schnitze einen Kürbis. Aber Vorsicht vor Sims, die gerne stampfen. Geister-Sims können sich sogar mit einer Kerze beleuchteten Kürbis auf den Kopf setzen. Geil. Brandneue Süßigkeiten-Schüssel des Schreckens. Sieh, welche Überraschung deinen Sims erwarten, wenn sie ihr Glück an diesem hinterhältigen Objekt versuchen. Oh, was man nicht alles für Süßes tut. Sims zu einer Gruselparty einladen. Schmücke das Haus deiner Sims mit einer Sammlung lustiger Deko-Objekte. Verwöhne deine Gäste mit einem Tablett Augenapfelkäse und anderen essbaren Köstlichkeiten. Neue Kostüme und Schminke. Eine Gruselparty ist nur so gut wie ihr kostümierten Gäste. Verkleide dich vom Pirat bis zum Superlama. Es gibt lustige Optionen für jung und alt. Oh, geil! So. Willkommen bei die Sims 4, Zeit für Freunde. Gruppe erstellen und beitreten. Tritt Gruppen bei und erstelle eigene. Lege Aktivitäten fest, wähle Mitglieder aus, gib einen Stil vor und gestalte Treffpunkte. Wenn du mit deinen Gruppen spielst, schaltest du außerdem Gruppenvorteile für noch mehr Spielspaß frei. Zeit für Freunde. Triff dich mit anderen Sims zu spannenden Gruppenaktivitäten wie Lagerfeuer, Tisch, Fußball, Darts, weck das Lama nicht und mehr. Deine Sims haben immer einen guten Grund, etwas gemeinsam zu unternehmen. Neue Tanz- und DJ-Fähigkeiten. Versetze die Massen mit dem perfekten Mix am DJ-Pult in Begeisterung und stürme die dann die Tanzfläche, um andere Sims zum Tanzwettbewerb herauszufordern und mit deinen Moves zu glänzen. Entdecke Windenburg. Erkunde diese wunderschöne neue Welt mit malerischen Nachbarschaften und belebten Treffpunkten wie Kneipen, Cafés und Discos, sowie die geheimnisumwitterten Ruinen, spektakulären Klippen und den ausgedehnten, spukenden Landsitz. Geil, Leute, das ist doch vielversprechend, Leute. Nice, machen wir auf jeden Fall mal weiter mit unseren Sims hier. Team Baba WG geht wieder an den Start, Leute. Und, Leute, wir müssen uns jetzt wirklich entscheiden. Wollen wir Miko wirklich in einen Vampir verwandeln? Wollen wir das? Wenn ja, schreibt's jetzt in die Kommentare, ob wir das wirklich wollen. So. Was ich jetzt auf jeden Fall geplant habe für die heutige Folge, ist, den guten Revi älter zu machen, damit er sich ein bisschen mehr um sich selbst kümmern kann. Und den guten Kevin, nein, eigentlich nicht, nein, okay, gut. Auf jeden Fall wird Revi weiterhin im Wald schlafen müssen, das haben wir so festgelegt. Oh, da unten, guck mal, erstell einer Gruppe beitreten und dann können wir wahrscheinlich noch in den Raid gehen und irgendwelche Bosse legen. Das wäre geil. Das wäre echt geil, so ein WoW-Feature, ne? Okay, Gruppentutorial. Freunde bereichern das Leben in Gruppen. Okay. Was? Wie geil! Abenteuergilde? Wie geil! Ich kann dann mit mehreren Leuten da rein. Wartet mal. Elsa? Achso. Gruppenpunkte. Heilige Scheiße! Da kannst du bestimmt voll die geilen Sachen machen. Geil, Basti kann eine Gruppe machen und so. Cool. Ich glaube, das macht mal Miko. Warte mal. Warum kann die das nicht? Was für Qualifikationen will die denn haben? Alter. Hier, Heckenritter, High Society, Party People. Geil! Also kannst du, glaube ich, echt coolen Scheiß mitmachen. Aber Miko muss es erstmal fett kacken, oder? Obwohl, sie ist jetzt gerade... Oh, okay. Basti, so. Oh, wir können den Keller schmücken mit Halloween-Zeug, Leute. Leute. So, wo finde ich denn das Zeug? Ah, da, guck mal hier. Was haben wir denn da in dem Raum drin?
Oh, wie geil! Wir können den ganzen Raum damit machen. Oh, Leute. Also, ich weiß, der Keller, der war schon gruselig genug eigentlich. Aber, Leute, ich will das jetzt einfach machen, weil wir dieses Asses... Was ist denn das? Was ist das? Voll cool! So richtig klischeehaft! Yay! Süßigkeiten! Und? Was ist das? So ein Hausteil! Oh mein Gott! Das ist der Wahnsinn, Leute. Ich feiere jetzt schon mal ab. Das ist das perfekte Dingsbums für die Vampire. Das ist überragend, ne? Ohne Spinne. Die muss hier an die Wand. Da. Gibt's noch was? Oh, da unten ist noch mehr. Oh, wie geil. Das ist überragend, Leute. Da. Oh, ist das cool. So. Warte mal. Drehen wir noch. Und den machen wir. Vielleicht hier ist so hin. Oh, wie geil. Und den Teppich. Yay. Die Batcave. So. Okay. Ja. Wir haben dekoriert, Basti. Wie findest du das Ganze hier? Oh, Ansehen. Inspiration sammeln. Cool. Süßigkeiten nehmen geht. Das ist eine Farb- und Intensität für dieses Zimmer. Oh. Oh, geil! Leute, das ist doch überragend. Ich weiß ja nicht, was ihr davon haltet, aber... Oh, oh, das ist gruselig. Oh, ne. So. Oh! Spooky Mookie, Leute! Das ist der Wahnsinn. Wir haben ein richtiges Halloween-Zimmer hier. Das ist geil. Nimm dir mal ein paar Süßigkeiten, Basti. Einschalten? Das ist eine Lampe oder was? Geil! Oh mein Gott! Und wir brauchen noch einen Sarg für Baloo. Moment. Ja, wie heißt das? Steinbett. Okay, muss mal gucken. Steinbett. Genau das da will ich haben. Noch hier für... Oh ja, voll der Gruselkeller. Oh, warte mal. Kann ich jetzt noch ein bisschen? So, ja. Oh, perfekt, Freunde. Das ist gruselig. So. Und guck dir mal den Panda da an. Oh, gib ihm einen Namen. Wir nennen ihn einfach. Wir nennen ihn, oh Mann, wir brauchen einen Namen. Leute, okay, das ist eure Aufgabe. Wie soll der heißen? Wie soll dieser Panda hier heißen? Da brauche ich jetzt einen Namen für, Leute. Oh, geil. Ohne Witz gefällt mir mega dieses Typ, dieses Ding ins Bumsens hier. So, okay. Wie sieht's aus? Revi, der ist eingeschlafen. Miko, die soll mal bitte... Okay, die war gerade kacken. Was macht Basti da eigentlich? Geschirr spülen. Haben wir keine Spülmaschine? Oh. So, egal. Basti, back mal bitte. Nein, keine Haschbrownies, sondern du backst mal bitte. Nein, du kochst mal bitte einen Kuchen. Das machen wir ja hier, ist immer so. So, einen Kuchen kochen wir. Wir backen keinen Kuchen, wir kochen einen Kuchen. Oh, ist das geil, Leute. Ist das. Ohne Witz, das feiere ich gerade mega, wie dieser. Oh, jetzt geht's um Bella trauern. Ab, Miko, in die. Halloween-Höhle, yay! Yeah. Oh, ist das geil, Mann! Leute, ich feiere das extrem. So, geh mal hier. Geh mal da rein schlafen. Schlaf da drin mal, ist Bastis Sarg. So, Baloo kann jetzt auch immer da drin schlafen. Gute Nacht, Miko! Gute Nacht, gewöhn dich schon mal dran. Du wirst vielleicht auch bald ein Vampir. So. Okay, gut. Das ist schon mal überragend, was hier alles abläuft. So, Basti, du musst mal wieder ein bisschen Kohle hier reinbringen. Deswegen mal bitte ein verspieltes Gemälde. Los, let's go, Basti. Auf geht's. So, hat Basti eigentlich fertig gebacken schon? Okay, gut. Das ist auch gut. So, da müssen Kerzen drauf. So, und der Müll muss da rein. So. Genau. Basti, wo bist du denn? Was macht er denn?
Hä? Was hat er denn gerade getan? Genau, mach mal. Oh, ist das süßes Bild. Du bist ja hier ein Meisterkünstler als Vampir, ne? Das passt so gut. Vampire und Halloween. Das ist echt geil. So, okay, ist fertig. Verkauf das mal bitte hier. Verkauf das. Los. Basti, du musst es verkaufen, ne? Was? Wer hat das angefuttert? Wer war das? Basti hat Durst. Oh. Halt, stopp, hier. Verdammt, wie kann ich die reinholen? Keine Ahnung. Oh, Basti braucht auf jeden Fall gleich was. Basti, ey, Mann, das kotzt mich jetzt an. Der Kuchen war eigentlich da, um Revi älter zu machen. Och, Mann, irgendeiner hat ihn schon angefuttert. Jetzt hier nochmal, mach nochmal einen Kuchen, Basti, los. Ich bitte dich. Mach nochmal einen Kuchen, los. Auf geht's. So. Perfekt. Gut, und jetzt machst du da bitte Schokokerzen drauf. Hier, Geburtstagskerzen. So. Und jetzt kommt bitte der hier. Kerzenhilfe von Basti. So, los. Auf geht's. Ja, was ist das? Das soll. Oh. Los. Komm doch jetzt hier hoch. Geh doch jetzt hier hin. Ach, da ist er. Ja, er ist älter geworden. Nice. Okay, gut. Das ist überragend. So. Okay. Motorik 2, sozial. Gut, Revi sozial, nee, Revi ist nicht sozial, nee, motorisch. Wir machen ihn motorisch, so, genau. Und als Merkmal, Revi ist ein Hitzkopf, so, genau. Das passt, oder, Leute? Ich habe ihn 1A beschrieben. Das ist unser Revi. Ich weiß zwar nicht, warum er so eine Frisur hat, aber egal. So. Balui, mein Freund, das ist nicht mehr dein Bett. So, du gehst, das hier ist dein Bett, so. Okay, komm vorbei. Aber hier, Balui, das hier ist dein Bett. Beanspruchen. So, genau. Und dann kannst du hier. Warte mal. Okay. Wir brauchen jemanden jetzt, der. Warte. Basti muss jetzt auf die Jagd gehen, eigentlich. So. Basti und Balui, ihr geht jetzt mal bitte auf Jagd. Weil es ist ja mitten in der Nacht. Das ist gut. Dann könntest du raus vor die Tür. Oh ja, so, wir haben nämlich einen neuen Ort zum Erkunden und zwar Windenburg. So, oh, ist es cool hier. Oh, das ist echt voll cool, so ein mittelalterliches Dorf hier, oder? Oder nicht? Eine alte Ruine. Oh, da geht ihr mal hin. Einfach mal gucken, vielleicht ist da jemand, den wir aussaugen können. Das wäre ja überragend. Oh, Leute. Klopf, klopf. So, sind hier irgendwelche Sims unterwegs in der Ruine? Schade. Oh, da ist jemand. Da, stopp, 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 stopp. Stopp. So, stopp, stopp. So, Basti. Hier. Vampir. Und Plasma trinken und genau, so. Genau, das machen wir jetzt. Let's go. Saug sie aus, Basti. Hä, warum macht er das nicht? Stopp! Hier! Vampir. Nein, 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 stopp. Das ist da weg. Mach das weg. Plasma trinken. Zack. Los. Ja! Gut, Basti, das ist überragend. Saug einfach mal kräftig dran, ne? Oh ja. Was lecker? Hä? Ist hier noch irgendjemand für Balui da zum Aussaugen? Hallo? Balui sucht noch jemand zum Saugen, ne? Oh, Balui hat irgendwie keinen zum Saugen. Schade. Ja. Es war ein Fehler, hierher zu kommen, oder? Okay, gut. Balu braucht jetzt jemanden zum Schlecken, ne?
Gut, ich würde es sagen, Balui, reiß mal bitte weiter. Ohne Basti. Wir müssen für Balui noch was finden zum Trinken, na? Und dazu gehen wir in die Diskothek. So. Balui, du musst noch was saufen. Auf geht's. Trink noch einen aus. Los. Wie sieht's aus? Ist da überhaupt jemand drin? Oh ja, schnapp dir die. Warte, warte. Stopp, 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 stopp. Hier, zack. Den da schnappst du dir jetzt. Und zwar. Zack, so. Los. Ja, perfekt. Ja. Saug. Balui, saug. Kräftig dran. Oh, ich habe noch Kraftpunkte. Aber die hebe ich mir jetzt auf einfach. So, perfekt. Überragend. Und dann würde ich sagen, Leute, an der Stelle lasst ihr mal einen bombastischen Daumen nach oben da. Danke für euren Support und lasst ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!